Eigentlich habe ich für so ein Video gar keinen Bock, weil ich mir denke, dass es so ein sensibles Thema ist. Aber ich möchte kurz mit euch über ein Thema reden. Mir wurde gestern von einem Freund, liebe Grüße, ein Beitrag geschickt. Und der hat zu mir gesagt, ey, schau dir mal das an, vielleicht kannst du darüber reden. Und ich habe mir den Beitrag durchgelesen. Für mich als Katzenbesitzer war das ehrlich gesagt etwas Heftiges. Ein heftiger Beitrag. Ich bin ja von Österreich, meine lieben Freunde. Und in Graz, das ist eine Stadt bei uns in Österreich, gibt es Tierquäler, die Katzen auffangen. Das heißt, Katzen, die random auf den Straßen sind, nehmen die auf, fangen an, die Katzen zu häuten und umzubringen. Sie haben es davor schon mit einer Katze gemacht. Die Katze hat noch gelebt, aber die mussten sie einschläfern, weil da die ganze Haut zerfetzt war. Die war irgendwie noch am Leben, aber irgendwie auch nicht. Und bei der zweiten Katze, die vor ein paar Tagen jetzt gefunden worden ist, da war jede Hilfe zu spät. Bei der lag das halbe Fell irgendwo, keine Spur von diesen Tierquälern. Ich habe selbst eine Katze und die Menschen verstehen sowas nicht. Ich habe gestern noch darüber geredet, menschlich sein, ja. Viele verstehen das Wort Tier ganz falsch. Die sagen so, Tier, das trete ich mit dem Fuß, das bringe ich um. Die verstehen das komplett falsch. Nur weil es ein Tier ist, heißt es nicht, dass du es umbringen solltest oder quälen solltest. Das geht gar nicht. Ich möchte auch eines sagen, auch wenn es gerade sehr sensibel ist, aber ich werde es sagen. Hunde, meine lieben Freunde, sind ab und zu bessere Freunde als Menschen. Nehmt es so, wie ihr es wollt. Ich weiß, es ist ein heftiger Satz und das könnte man sehr bestreiten, aber ab und zu sind Hunde treuer als Menschen. Das ist wirklich so. Ich versuche mich gerade zusammenzureißen und das Video so gut es geht werbefreundlich zu halten, aber an dieser Tierquäler, du kannst mir nicht mal irgendeine Begründung sagen, warum du sowas machst. Es gibt keine einzige Begründung. Die Katze hat dir nichts getan. Und dass du sie häutest, dass du ihr Fell abziehst und sie irgendwo hinschmeißt und sie da am Boden bis am Ende ihres Lebens, ja, herumliegt. Ich weiß nicht, Leute, das ist für mich so ein sehr sensibles Thema. Ich weiß nicht, ich kann nicht so viel reden. Es ist schwer für mich. Zwei Katzen ist es schon passiert. Die Polizei fahndet nach den Tierquälern. Lasst uns gemeinsam diese Tierquäler finden. Teilt das Video, Leute. Wäre mega. Wie gesagt, die Taten passieren in letzter Zeit in Graz. Die Polizei fahndet auch in Graz. Eine Tierquäler, ich möchte euch nur eines sagen. Gott sollte euch die Augen öffnen und dass ihr ein Herz habt. Weil wenn ihr das mit Tieren macht, dann könnt ihr das locker auch mit Menschen machen. Wenn ihr euer Gewissen so umbringt, ja, dass ihr ein Tier vor euch hält, es aufschneidet, es häutet und das Tier vor euch sogar schreit, entkommen will und ihr es festhält, dass ihr all das verkraften könnt, bleibt mir ein Rätsel. Wir beten für euch. Ja, Leute, das war's. Verbreitet das Video, Leute.